In England shifts, das ist nichts Neues, dass die Kampagnenkarte so weit herauszoomt, das ist was Neues, und zwar in Total War Attila. Der alleine lauffähige Ableger von Rome 2 bringt eine frische Kampagne, die sich um den Untergang Roms dreht. Die Hauptrolle dabei spielt natürlich dieser Herr, Attila, der Hunnenkönig, dessen Reiterhorden den Zerfall des Römischen Reichs ähnlich stark beschleunigen wie ein Vorschlaghammer den Zerfall einer Salzbrezel. Spielbar werden die Hunnen aber nicht sein, das ist sehr schade. Die Bedrohung aus dem Osten bleibt computergesteuert. An anführbaren Fraktionen soll es dennoch nicht mangeln. Neben den Römern, die sich in West- und Ostrom gespalten haben, darf man auch diverse Barbarenvölker regieren. Außerdem bekommen es die Römer mit rebellischen Landsleuten zu tun. Das Politiksystem soll diesmal besser funktionieren. Ja, okay. Die Kampagnenkarte entspricht der von Rome 2 und wurde im Nordosten noch um ein paar Provinzen erweitert. Für genügend Eroberungsspaß wäre also gesorgt. Wenn man dem Gegner den Spaß an der Eroberung aber mal so richtig vermiesen will, fackelt man die eigenen Provinzen einfach ab. Die neue verbrannte Erde-Taktik macht's möglich. Dann kann der Besatzer entweder wertvolle Truppen zum Wiederaufbau abstellen oder den Landstrich aufgeben. Wer seine Städte nicht niederbrennt, darf sie natürlich auf dem Schlachtfeld verteidigen. Der Zustand einer Stadt hängt nun davon ab, wie lange sie zuvor auf der Kampagnenkarte belagert wurde. Nach längeren Belagerungsphasen klaffen schon mal von Anfang an Lücken in der Mauer, die Angreifern den Stadtsturm erleichtern. Um ihn wieder zu erschweren, kann man Barrikaden errichten, hinter denen sich Truppen verschanzen. So kann eine Legion an einer Engstelle eine ganze Barbarenhorde aufhalten, solange der Feind nicht von hinten angreift oder die Barrikade anzündet. Ich hoffe also, dass diese Verschanzerei nicht übermächtig wird. Feuer wiederum breitet sich nun dynamisch aus, senkt die Moral der Verteidiger und zerbröselt Gebäude, was sich auch auf der Kampagnenkarte auswirkt. Es kann also clever sein, die Stadt erstmal in Brand zu schießen und dann ein bisschen abzuwarten. Der Aufbau der Siedlungen ist nun übrigens etwas übersichtlicher, nicht mehr so verwinkelt wie in Rome 2. Bei Nahkämpfen soll es nun möglich sein, Trupps kurz zurückzuziehen, damit sie neue Kampfkraft schöpfen. Die Verschnaufpause dauert nur wenige Sekunden, ich stell's mir aber schwierig vor, zwei verkeilte Bataillone voneinander zu lösen. Naja, ob das klappt, wie vor allem die KI von Total War mit all diesen Neuerungen klarkommt und was der gute Attila außer Flammenfummeln sonst noch drauf hat, das sehen wir dann ja spätestens, wenn die Standalone-Erweiterung 2015 erscheint. And you've such precious time left to hide your women.